Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gottes Wort für die Woche steht beim Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir, Mensch, gesagt, das, was gut ist und das, was der Herr von dir verlangt, nämlich sein Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dazu eine chassidische Geschichte in Abwandlung erzählt. Rabbi Sussja, der große, bekannte Rabbi, lag auf dem Sterbebett und seine Schüler waren um ihn. Sie fragten: Rabbi, warum bist du so traurig? Bald bist du in Gottes Welt. Ja, sagt der Rabbi, ihr kennt doch Micha 6, Vers 8. Und ich habe das alles gelebt. Ich habe versucht, Gottes Wort zu halten, zu verstehen, es weiterzugeben. Ich habe versucht, Liebe zu üben. Ich habe selbst versucht, demütig zu sein, obwohl es mir sehr schwer fiel. Aber wisst ihr was? Jetzt erkenne ich. Gott wird mich nicht fragen: Hast du meine Gebote gehalten? Hast du Liebe geübt? Warst du demütig vor mir? Nein, Gott wird mich fragen: Warst du Sussja? Warst du Sussja? Oder bist du einem Ideal hinterhergelaufen, als du mein Wort halten wolltest, als du Liebe geübt hast, als du demütig warst vor mir? Ja, es geht nicht darum, Regelungen einzuhalten. Es geht nicht darum, einen Ratgeber nach dem anderen zu lesen und sich zu verbessern. Es geht selbst nicht darum, den unendlichen Unterschied zwischen Gott und mir zu begreifen. Es geht letztlich darum, in meinem Leben, so wie ich es lebe, so wie du es lebst, der zu sein, der ich bin, der du bist, das zu sein, was Gott in dir hineingelegt hat. Werde wesentlich